Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spuglight. Ja, wir haben in der letzten Folge eigentlich soweit alle Vorbereitungen getroffen. Und bevor wir uns dem Säuremord-Titan widmen, werden wir natürlich erst einmal die Geschwister zusammenbringen. Und ich hoffe, dass ich sie in diesem Lauf finden werde, weil die ja immer zufallsgeneriert sind. Und dann kann es auch mal sein, dass die gar nicht da sind, die Geschwister. Warten wir es ab und werden sehen, was da kommt. Oh ja, hier wieder eine dieser fiesen Minen oder Öfen. Ups, 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 ups. Mensch, macht ruhig, Jungs. Bin ja noch nie bereit. So, Funkenlichter alle mitnehmen, ist ja klar. Sogar ein ganzes Herz gab's. Shane, 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 Shane. Ah, Mr. Klotz ist wieder am Start. Aber wir sind mittlerweile zu mächtig für ihn. Ganz egal, es gibt ein Patch. Nee, es gibt einen Haufen Funkenlichter, okay. Was das bringt, den Ofen zu zerstören? Keine Ahnung. Und da sind wir wieder in dem Säuremoor. Also bei den Beats musste ich feststellen, dass einige ihren festen Platz haben, aber andere wiederum, total die erst vergessen, sind zufallsgeneriert. Ruhig. Die Kinder schlafen anscheinend doch noch nicht. Ach. Also es ist echt nicht schön hier. Gegend. Der Titan würde uns hier erwarten. Aber ich weiß nicht, ob wir schon da reingehen sollen. Weil ich habe weder irgendwie ein Belebungspatch noch irgendwas in der Richtung. Ich würde lieber sagen, wir warten. Oder suchen noch ein bisschen, wo wir uns diesem Titan da widmen. Gott, oh Gott, oh Gott. Huch, huch, huch. Oh, hier liegen ein paar Steine, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Ich versuche mich auch mal jedem Gegner zu stellen, nicht wieder so feige zu sein und dem Gegner auszuweichen. Na, siehst du, die gehen zum Beispiel. Komm bloß angeflogen. War nichts Schlimmes. Aber dieser Pilz schon. Ich bin dicke Hummel. Oh. Oh. Sein Glück, er hat nicht mich angegriffen. Au! Verdammt! Wieso hast du das getan? Was habe ich dir getan? Warum hast du das getan? So, Robby. Einmal bitte. Oh, hast du was Schweres gefunden? Eine ganze Kiste! Super! Wieder bloß Funkenlichter an. Ich hätte echt nichts gegen einen Patch, der mich ein bisschen heilt. Vielleicht wären wir auch ganz einfach besser dran gewesen. Wäre ich erst durch diesen Goldwald gelaufen. Na, komm. Aber wir müssen ja so oder so durch das Säuremoor. Verdammt, au, 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 au. So,
Immer mit der Zehenspitze berühre ich diese Säure. So, geh weg. Ah, verdammt. Aber ich wollte das Funkenlicht haben. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, verdammt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ah, jetzt hier nicht. Nicht scheitern. Huch. Was haben wir hier drinne? Oh, wer sind denn Sie? Sind Sie weg? Großartig. Gut gemacht, my lady. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Corvin. Ich bin auf einer Forschungsreise, um die Mutationen in Geodeas Kreaturen aufgrund der Verschmutzung zu untersuchen. Ich befürchte jedoch, dass es hier draußen viel zu gefährlich ist. Ich werde mich zur Zuflucht begeben müssen, um meine Beobachtungen dort aus durchzuführen. Wenn du es jemals zur Zuflucht schaffst, komme ich dort besuchen. Ich kann für meine Studien eine so mutige Person wie dich gebrauchen. Okay. Okay. Cool. Ich glaube, ich habe diesen Namen Corvin schon mal gelesen. Und zwar war das am linken Steg. Naja. Kann man doch mal zusehen, dass wir hier noch ein bisschen... Ah, siehst du, ein Ofen. Ofen ist immer gut. Habe ich immer Hoffnung, dass wir noch ein Angriffspatch kriegen. Wenn der Kampf da drin nicht so ganz ohne ist. Aber dann hätten wir einen sehr, sehr guten Angriff. Ich brauche ja bloß noch einen Bronzenen, dann könnte man nämlich die zwei Silbernen zusammen machen. Wollen wir mal schauen. Okay. Das ist ja relativ easy. Oh nein. Warum kommt denn der jetzt schon hier? Und hier unten ist der Dicke? Der... Ja, war klar. Oh, sorry. Dass ich gerade wieder so schweigsam bin. Aber der zieht unheimlich viel ab. Und man kriegt immer was echt Gutes, wenn der hier im Ofen wartet. Ist der Patch nämlich auch was Besonderes. Aber hier in den Kisten gibt es nie was Besonderes. Und wir haben einen... erhöht Sichtbarkeit in dunklen Räumen, indem es... den Radius seines Lichts und des Lichts von Flugmutter erhöht. Ah, das hätte ich mir jetzt nicht unbedingt wünschen wollen, aber hey, was wir haben, das haben wir. Ich mir jetzt nicht unbedingt hätte wünschen wollen, hä? Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es sowas gibt. Ja, ist egal, ist egal. Ach, diese Fliegen. Ich habe total vergessen, dass wenn der Ofen erledigt ist, respawnen ja die ganzen Gegner hier wieder. Das Einzige, was mir hilft, ist die Karte. Auf der Karte kann ich gucken, wo wir jetzt hier noch nicht waren. Okay, hier waren wir auch schon. Hier haben wir ein kleines Funkenlicht. Nein, ein Beat. Oh, okay. Aber ich muss trotzdem mal ganz kurz zu den Kindern. So. Dann setzen wir mal unsere Suche fort.
hier lang. So. Dann einmal hoch. Oh, sehr uncool. Oh. Oh. Nochmal unser Glück herausfordern. Oh, was hast denn du da gefunden? Hallo. Ein weißes Funkenlicht. So. Und ein verschollener Beat. Wie viele fehlen uns denn eigentlich? Ein einziger fehlt uns noch. Ein Beat. Einer, ein gelber. So, aber erstmal unser Glück hier probieren. Lust. Ja, dann probier dein Glück. Nicht so schnell. Bist du dir immer noch sicher? Ach. Das ging daneben. Arr, du Landratte, mach dich davon und komm das nächste Mal wieder. So ein Mist. Hat echt gut getan. Achso, ja. Schnell raus, schnell raus. Wieso ist denn der auch schon wieder da? Dann gib mir doch mal wenigstens ein Herz. Ihr doofen Fliegen. So, einmal nach rechts. Ja, ich lass die jetzt. Und nochmal nach rechts. Ah, toll. Ja, komm zu mir. Komm zu Mama. So ist schön. Hopp. Mit. Und dann gehen wir jetzt erstmal nach rechts. Oh Gott, das war ja doof, das war ja doof. Ne, wir müssen den erst besiegen hier. Oh, mein Hund steht auf, entschuldigt dafür. Oh, puh, geschafft. So, gucken wir mal, bist du ein verschollener Beat? Ne, das sind nur ein paar Steinchen, aber... Das habe ich gar nichts. Nee, zu viele Gegner. Zu viele Gegner, die zu viel Gift spucken. Ist auch nicht. Oder? Ist hier was? Nein. Hm. Nicht toll, muss ich sagen. Nicht toll. Gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Ich bin echt kein Freund von diesen Säuremoor, aber wir können trotzdem was ins Erfolgstagebuch schreiben. Und wir haben diesen Professor gefunden. Und hier ist wieder nichts. Ah, nein. Ah, hier sind wir. Da sind wir in der letzten Folge ja K.O. gegangen. Wir haben den letzten Beat. Den letzten gelben. Haha, Shane. Jetzt gucken wir mal, was wir hier kriegen. Ein bronzener Zähigkeitspatch. So, das heißt, wir müssen jetzt runter, links lang und nach oben. Nein, nicht tauchen. Mach dich weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 raus hier. Ja, wir haben ihn gefunden. Huch. Puh, was für eine Erleichterung, dich zu sehen. Ja, mein Guter. Dein Medaillon haben wir. Hier ist nichts. Gut. Dann einmal runter hier. Was er zurzeit findet. Das ist ja Wahnsinn. So. Immer noch im Goldwald? Wir haben den Treibsand erkundet, als wir uns getrennt haben. Ich komme ja noch nicht mal zum Treibsand. Also heißt das, wir können uns
zum Titan begeben. Ich werde aber trotzdem wahrscheinlich diesen Lauf hier beenden. Dann ist das Medaillon ja auch futsch. Aber mit so wenig Herzen, glaube ich, das geht nicht gut. Aber bevor ich den Lauf beende, und es fehlen ja bloß noch 323, werde ich nochmal in den Goldwald gehen und ein paar Funkenlichter sammeln. Na, 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 na. Immer wieder was Neues. So, da sind wir in der Krankenstation und werden unsere Patchtafel vergrößern. Okay, die ist jetzt weg. Oh. Ja. Eine ganze Menge Platz. Ich werde versuchen. Das können wir mitnehmen. Das nehmen wir mit. Das passt jetzt wunderbar rein. Den brauchen wir jetzt nicht. Erleuchtungspatch. Können wir mit reinnehmen. Was wir haben, das haben wir. Und Kniff. Was macht denn das Ding? Ich weiß das schon gar nicht. Problem ist auch, sieht es nicht. So, den Titan nehmen wir mit. Dann sind wir bestens ausgerüstet. Hoffe ich.
So, und der befindet sich natürlich am äußersten Ende dieser ganzen Map. Oh. Sei das Glück uns hold. Und wir ein Herz bekommen aus Gold? Nee. Na gut. Huch. Gleich mal abgetaucht vor Frust. Jetzt. Was hat die Fliege jetzt schon wieder mir für einen Schaden zufügen können? Ich bin ziemlich weit oben. Ich sollte noch ein Stück weiter runter gehen. Wenn das machbar ist. Nicht, dass ich wieder in irgendwelche Sackgassen ranne. Da ist schon die erste. Boah. Hilfe. So, gucken wir mal hier. Ja. Es scheint, hier können wir lang. So. Nee, hier ist nichts mehr. Ah, lasst mich mal jetzt alle in Ruhe. Das ist gut. Oh, schön. Schön, schön, schön. Ein Herzpatch. Wahrscheinlich runter, wa? Und nach rechts, genau. So, mach mal das. Oh, das ist da jetzt nicht wahr. Ah. Aber ist nicht schlimm. Vor jedem Titankampf gibt es ja noch mal ein paar Herzen. So, Leute. Werden wir jetzt endlich in der 7. Folge mal den 3. Titan besiegen? Das ist gut, dass es hier einige Herzen gibt. Oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Ich setze mich mal kurz anders hin. Scubert, gepanzerter Titan. Okay, und was macht der so? Kann ich damit was machen? Nee, muss ich ausweichen. Ah, muss ich oder mitgehen? Muss ich mitgehen? Muss ich mitgehen? Ist kein Problem, kein Problem. Oh, jetzt kommt ja auch noch so ein... So eine neue Gegnertype, hätte ich fast gesagt. Aber ist es nicht. Aber ich muss sagen, wenn das alles ist, was dieser Titan kann, dann ist er... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt hätte er mich fast gehabt. Ah, oh, jetzt bin ich reingerutscht. Du kannst mal verschwinden. So, er blubbert sich hier wieder hinweg. Ach so. So. Bam. Bam. Mitgehen und draufschlagen. Und jetzt probieren wir mal. Ah, ich hab. Ich hab einen Titan mit der Bombe besiegt. Schön. Und was haben wir hier? Ein Müllzerstörer. Ein Stück Titanschrott, das als Verbesserung für Flügelmutter wiederverwendet wurde. Übernimm die Kontrolle und zerstöre den Müll. Okay. Der war ja voll leicht, der Titan. Ah. Das ist gut. Das ist gut. Das ist echt sehr, sehr gut. Wir können unseren letzten Beat holen. Und was mache ich jetzt mit den Dingern? Oh, Leute, wir werden reich. Schön, wir werden reich. Ich scanne. Die Welt kommt. Oh, Moment.
bitte entschuldige. Ich hatte gerade eine kleine Kurzschluss. Also, die Welt konnte kein Leben enthalten ohne Land, aus dem das Leben entspringen konnte. Also Gus, der Geologe mit seinem Wissen über die Tektonik der Welt in Sand und Stein. Aber wie mit allen Lebewesen muss sich die Welt anpassen können. Brüche in der Kruste würden es dem Land ermöglichen, sich zu verschieben, sollte Spannung entstehen. Alles so verwirrend. So, damit brennt das dritte Signalfeuer. Du hast das Siegel des Geologen aktiviert. Gut gemacht, Sternkind. Die Macht des Grundsteins ist noch stark, aber sie beginnt schwächer zu werden. Mit jedem Bruch rückt der Baron seinem Ziel näher, über seine Macht zu verfügen. Sollte der Grundstein in falsche Hände gelangen, wird er die Welt zu seinem eigenen Vorteil umgestalten können. Du darfst nicht zulassen, dass der Baron den Stein enthält. Die Welt liegt in deinen Händen, Ada. Zwei Siegel sind noch übrig. Beeil dich, Sternenkind. Wunderbar. Hallöchen, ich bin wieder da. Super, wie du diesen gepanzerten Titan ausgeschalten hast. Was für eine Abscheulichkeit er war. Der nächste Titan ist im Treibsand westlich der Weinberge. Geh dort als nächstes hin. So, gibt's hier unten irgendwas? Das war 300. Gut, das lassen wir erstmal sein. Gibt's hier irgendwas Neues? Aha, hallo. Wollen wir das machen? Aktiviere das mobile Zoologen-Beobachtungszentrum, um Boni-Gegner zu aktivieren. Um Boni gegen Gegner zu aktivieren. So, hab ich gemacht. Das sieht aber hübsch aus hier. Wunderbar. Wunderbar, mein Schiff segelt wieder. Es wird Zeit, meine Studien fortzusetzen. Ich werde dich beobachten, Daten aus den Begegnungen mit den Kreaturen unten sammeln. Nachdem ich genug Daten zu einem Subjekt gesammelt habe, wirst du seine Schwächen ausnutzen können. Diese Kreatur heißt Bokuni. Diese Pflanze verschießt mit Höchstgeschwindigkeit einen Samen, um ihren Feinden abzuwehren. Du hast davon 26 besiegt. Möchtest du, dass ich mich auf mein Studium zum Thema Spukuni konzentriere? In Ordnung, lass mich wissen, wenn du eine Kreatur hast, mit der du Schwierigkeiten hast. Diese Kreatur heißt schwere Zertrümmerer. Sie sind noch hässlicher als die Normalrohlinge und sie sind in der Lage, unglaubliche Erfällungen zu bewältigen. Du hast 4 davon besiegt. Möchtest du, dass ich meine Studien zum Thema schwere Zertrümmerer konzentriere? Ausgezeichnet, ich werde direkt anfangen. Du solltest sofort eine kleine Verbesserung deines Schadens gegen diesen Gegner feststellen. Das ist sehr gut. Okay, jetzt. Beat. Beat. Ein dreieugiger Beat. Und grün. So, okay. Als kleiner Abschluss dieser Folge werden wir den letzten roten Beat holen. Oh, es ist da, es ist da, es ist da. Und ich höre es schon. Ach ja. Damit haben wir den letzten roten Beat. Und damit haben wir 3 Farben komplett. Super, jetzt brauchen wir bloß noch grün und weiß. Alles klar, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei. Und ja, gleich vergessen, was ich sagen wollte. Alles klar. Na dann, ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin.